Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Krabbelgruppen-Video. Wir haben mal wieder Zuwachs bekommen, jawohl. Keine Panik, sind keine großen, es sind ganz kleine Fuselchen. Diesmal haben wir Baumbewohner, 6 Stück an der Zahl und 2 Springspinnen diesmal, jawohl, also keine Vogelspinnen. So, wir haben hier, ich hoffe man kann es lesen, Avicularia geroldi. Dann haben wir mit dabei Avicularia purpurea. Sieht man jetzt leider nicht drin sitzen, aber ich kann euch sagen, es sind wirklich kleine Fuselchen. Dann haben wir zweimal Phidippus regius, Herkunft Soroa cuba. Und da seht ihr schon 1.0 und 0.1. Da haben wir ein Pärchen, also Männchen und Weibchen. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Überraschungsgast quasi, na gut, einen kleinen Überraschungsdauergast haben wir hier bekommen. Ja, geschenkt dazu eine Ibirapoda diversipes. Verzeihung. Lief, glaube ich, früher mal als Avicularia, wenn ich mich nicht verlesen habe. Auch eine wunderschöne Art, auch ein Baumbewohner. Ich habe für die Purpurea, die Geroldis und natürlich auch die Springspinnen habe ich dementsprechend Aufzuchtbehälter vorbereitet. Die Springspinnen kommen erstmal in kleine Würfel, also in Glaswürfelchen rein. Für die Geroldis und die Purpureas habe ich die Becherchen hier hergerichtet und für unseren kleinen Gast habe ich jetzt schnell das hier gemacht. Also ich hoffe, ich denke, das ist okay für den Anfang. Die sind sowieso winzig klein. Ich weiß, das, was ich jetzt hier vorbereitet habe, ist sehr, sehr groß. Macht aber überhaupt nichts. Also ich habe das, ja, da war unsere kleine Caribena versicolor, die Olivia, war da quasi unser Versuchskaninchen-Spinnchen. Die sitzt jetzt schon in so einem. Und ich finde die Dinger super, also die fühlt sich da pudelwohl drin. Die ist zwar schon ein bisschen größer, aber gut, die wachsen ja sowieso wie Unkraut. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir haben hier das Becherchen von Blue Pearl Avicularia Geroldi. Die wird mir jetzt wahrscheinlich überall hinflutschen, bloß nicht da, wo sie hin soll. Halt, ich muss mir den Deckel schon mal zurechtlegen. So, da haben wir sie. Nicht, dass ich die falsche ins falsche reinsetze. Gucken wir mal. Da sitzt sie. Och Gottelchen. Sie sieht nicht sehr glücklich aus. Fokus hier. Willst du schon mal rauskommen? Das wäre cool. Guck mal, du hast... Ach so, nee, halt, wenn ich die so schicke, dann rennt sie bestimmt oben raus. Naja, egal, probieren wir es. Die ist ja so klein. Na, da ist sie doch schon. Na? Nicht. Wenn du jetzt mal so lang vielleicht, dann nimm mal einen Pinsel fressen. Okay, sie geht wieder ins Papierchen. Mach mal anders. Guck mal. Alles klar. Dann machen wir das ganz einfach so. Einmal. Trick 17. Gemein, gell? So, dann mache ich das jetzt nach unten. Oh, da ist mir schon Assel drauf gelaufen. Hallo, du bleibst mal schön drin da. Die sind aber auch sehr flutschig. Ah, die sitzt nochmal in einem Extrapapier. Das ist gut. Das ist gut. Kann man das hier schon mal rausmachen. Einmal. Ja, wo ist sie denn? Da ist sie. Ne, das mache ich lieber mit dem Pinsel und dann mache ich jetzt auch den Deckel drauf. So, schon passiert. Und ich mal ein paar Bio. Wo ist die Spider? Ah, da ist sie ja. Na, seht ihr. So, Nummer 1 haben wir drin. Einmal. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob ihr sie seht. Da. Doch, die sieht man sogar sitzen. Guck mal. Fokus hier. Ja, das ist also eine kleine Avicularia geroldi. Wie gesagt, das ist die Blue Pearl. Die stellen wir jetzt auch gleich mal weg. Also wundert euch nicht, dass ich irgendwie so Dreckpfoten habe. Ich habe vorher hier in der Erde rumgewühlt. Dann machen wir doch gleich mal die, weil ich habe ja das hier schnell spontan zurecht gebastelt. Ach so, halt, falsch rum. Das ist ja mein... Haha. Guck, ich habe mir hier sogar ein Fangbecherchen hingemacht. Jawohl. Die machen wir weg.
Also einpackt waren die super, gibt es überhaupt nichts zu meckern, gell? Das sieht man hier, glaube ich, aus, nur ein bisschen feucht, also besteht keine Gefahr, dass sie jetzt irgendwie austrocknet werden. Dann brauchen wir hier die kleine Diversipes. Oder Diversipes, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, seht mir das nach. Ich bin ja auch kein Lateinlehrer. So, wo bist du denn? Oh, da ist sie. Nee, nee, da bleiben. Oh, ach Gott, die ist ja putzig. Ist die süß, Moment. Guck mal. Du sollst fokussieren. Nicht. Nein. Jetzt. Da ist sie. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich die da irgendwie, dass ich die da reinbringe. Wo? Hopp. Einmal. Dann muss ich gucken, wo die Spinne ist. Ja, wo ist sie denn? Ja, die wird nur drin sitzen. Ich sehe halt wieder gar nichts, gell? Wenn das halt nicht immer so filigrane kleine Tierchen wären. Ah, da unten sitzt sie. So. Ja, ja, oh, so wäre gut, so wäre gut. Tante Snu macht auch wieder Sachen mit dir, gell? Dann kommen wir ein Stück raus da. Nee, nee. Das will sie nicht. Machen wir es halt so. So. Oh, da ist sie. Ach Gott, ist sie schon flauschig. Jetzt hat sie sich fallen lassen. Schade, ich wollte sie jetzt runterkrabbeln lassen. Oh, das ist ja ein winzig kleiner. Oh, ein winzig kleiner Flauschball. Oh, danke, Murphy. Sehr lieb von dir. Toll, dass du jetzt hier in meinem Video furzen musst. Ja, danke. Ich bin mir ziemlich sicher, man hat es gehört. Nein, ich war es wirklich nicht. Da. Da ist sie. Die hat jetzt auch noch keinen Namen. Ach Gottelchen, wie ist sie da unten? Schau mal, wurstelt die Arme. Oh. Jetzt komm, sag selber, da ist doch echt nichts. Guck mal, der kleine, das kleine Fusselchen, da ist nichts Ekliges dran. Und die ist ja wirklich winzig. So. Die nächste. Von wem haben wir denn hier das Becherchen? Ja, das muss ich euch unbedingt zeigen. Hier haben wir das Becherchen von Geroldina, der blauen Kaiserin. Aviculadia Geroldi. Ich kann nichts für die Namen. Also ich meine, das ist der königliche Name, den sich der Jan ausgesucht hat. Die Blue Pearl ist von Christoph. So. Ich hoffe, man sieht da irgendwas. Wir brauchen eine. Was brauchen wir denn? Eine Aviculadia Geroldi. Nächste. So, hier seht ihr, dass ich nicht irgendwie die falsche reinsetze. Gell? Geroldi steht da. Jawohl. Deckelchen ab. Halt, ich muss das sortieren. Jetzt haben wir hier die von der Diversipes noch. Oder Diversipes. Ich weiß es nicht. Vielleicht besuche ich mal einen Lateinkurs und bin dann hinterher auch nicht recht viel schlauer. So, wo bist denn du? Wo sie du sie denn? Oh, ihr seht wieder nichts, gell? Meine Herren. Da ist sie. Man sieht Bein. Sie zeigt Bein. Kommen Sie raus, gnädige Frau. Ja, das tut mir auch sehr leid, dass ich sie jetzt hier quasi, dass ich sie hier zwangsräumen muss. Nichts passiert, keine Panik. Oh. Och jö, na, jetzt aber. Jo, okay. Stückele. Lass mal mit deinen Hinterbeinchen da los, bitte. Danke. Och, sehr süß. Seht ihr sie? Wahrscheinlich nicht, gell? Also die hat ja tolle Tarnfarben.
Kann man überhaupt nicht erkennen hier. Ich sehe sie selber nicht. Da ist sie. Die Farben sind ja jetzt schon genial. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich schreibe sie euch natürlich wie immer in die Videobeschreibung rein, die Arten. Dann könnt ihr die auch mal selber googeln und gucken, wie die dann als Erwachsene aussehen. So, dann haben wir hier die Sophie. Sophie Avicularia Purpurea vom Kevin. Hat mir auch sehr gefallen, der Name, muss ich sagen. Aber ich muss halt echt immer an die Eisheiligen denken, die kalt Sophie. Weiß auch nicht wieso. So, einmal mit Blümkes. Also da jetzt bitte nicht nichts denken. Die Blümchen haben sich halt jetzt wie sie unterschiedlich entwickelt. Ich glaube, die von der Blue Pearl ist so am Abdackeln. Die ist sehr schön gewachsen hier. Hier haben wir eine Purpurea. Zeige ich euch auch gleich. Gell? Purpurea. Da haben wir die Sophie. Jawohl. Und die Sophie ist auch schon Gewehr bei Fuß. Nein, ist sie nicht. Sie ist wieder weg. Da. Sophie, wir müssten dich mal auspacken hier. Ginge das denn? So. Du musst mal ganz vorsichtig ausrollen. Du müsstest dich mal umdrehen. Du bist jetzt falsch rum. So. Du musst die Pinzette wegmachen. So. Guck mal, du kannst dich aufs Blümchen setzen. Was hältst du davon? Sehr schön. So eine brave. Da zappelt sie. Machen wir jetzt aber gleich mal der Deckel drauf, bevor sich das Fräulein Sophie hier in Freiheit zappelt. Da ist sie. Guck. Guckt. Na, wo ist sie denn? Sie ist weg. Oh. Sophie. Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ah, da sitzt sie. Hier. Ich glaube, jetzt könnt ihr sie nicht erkennen, gell, wegen den Wassertropfen. Aber ich schwöre euch, sie ist da. Ja, ihr wisst ja, also gerade die Mitglieder der Krabbelgruppe, ihr kriegt ja auch regelmäßig Fotos von mir. Also die verschwinden ja jetzt nicht in der Versenkung. Nur, es bringt halt nichts, wenn ich da irgendwie 50 Videos am Stück mache, wenn sie halt teilweise wirklich gar nichts machen. Bei der Olivia gerade, also ist ja auch nicht wirklich was los. So, da haben wir Diana, wollte ich euch schnell zeigen, auch Avicularia Geroldi. Und ich will euch mit dem Zeug ja auch nicht langweilen. Ich zeige euch, wenn es wieder ein Update oder sowas gibt oder wie jetzt, wenn wir Neuzugänge haben. Und ansonsten gibt es halt in der Krabbelgruppe bei uns auf dem Discord gibt es immer sehr, sehr viel Fotos. So, da seht ihr, Geroldi. Da machen wir einfach aus dir jetzt eine Jana. Ob du willst oder nicht. Hallo. Oh. Da ist sie. Guten Tag. Willst du vielleicht so schon rauskommen? Guck mal. Na klar. Nein? Doch, doch. Was machst du denn jetzt da? Du sollst doch hier auf der Kork. Nein, nicht auf meinen Finger. Gell, willst sowieso nicht. Guck mal. Pass mal auf. Mach mal so. Achtung. Jetzt. Guck mal, das ist doch schöner für deine Füße. Prima. Na, siehst du. Willst doch eh nicht auf den Finger. Ich weiß, dass ihr das nicht mögt. Dann machen wir jetzt auch gleich zu, bevor sie losflitzt. Na? Ja, ja. Typisch Baumbewohner, gell? Ist der Baumbewohner oben, wird man ihn loben. Da ist sie. So. Die kann man krabbeln sehr. Die gehen sich jetzt sowieso alle erstmal umgucken. Macht sie ja auch. Und das lasse ich sie auch. Wenn wir jetzt alle umgesetzt haben, dann stelle ich die. Ich habe die ja in einem größeren Glasterrarium, das beheizt ist. Das wird auch, da wird auch die Temperatur überwacht. Und da lasse ich sie dann in Ruhe. Da können die sich umgucken und gucken, wo sie am besten ihr Netzchen hinmachen und so weiter. So, last but not least, erstmal hier von den Baumbewohnern haben wir die Hanna, die Avicularia Purpurea. Hat aber ein sehr schönes Pflänzchen drin. Ja, ich kann es halt manchmal auch nicht, also bei
Vier Stück, glaube ich, sind sie gut geworden, nur bei einem irgendwie will es nicht so richtig. Weiß auch nicht wieso. So, da haben wir die Hanna. Hanna hat auch nicht so wirklich. Hanna, bist auch kamerascheu, gell? So. Hopp. Gucken wir mal. So, die ist übrigens von der Vanessa und die Jana war von Michael. Mal gucken, wo ist sie denn? Da ist sie. So. Und ganz vorsichtig. Wenn du rauskommst, da aus dem Papierli. Nicht? Doch. Na komm. Komm, ich habe dir so ein schönes Becherl gemacht. Da wird es dir gefallen. Versprochen. Ganz ehrlich. So. Guck. Jetzt gehst mal da schön auf den Kork. Fallen lassen. Machst du denn? Ja, das mache ich halt auch ganz gern mal, wenn sie so leichte Panikattacke kriege. Ist sie denn noch im Becherl oder habe ich sie jetzt mit samtem Papier wieder raus? Moment, wir gucken gleich. Deckel drauf. Da ist sie. Ach Gottchen. Die sind aber auch was schnell. Moment. Sieht man natürlich jetzt auch schlecht, gell? Ein bisschen angelaufen. Da ist sie. Seht ihr sie sitzen? Ja. Kleines Fuselchen. So. Hanna haben wir auch umgesetzt. Wunderbar. Wer geht denn hier so fleißig spazieren? Diana, na guck mal an. Mutig, mutig. Hui. Sie ist halt schon süß, gell? Die kleine Baumbewohner mit ihren Pantöffelchen an die Füße. Und ich sage, guckt euch die unbedingt Google-Bildersuche oder so, gebt die Arten ein. Ich kann euch sagen, wunderschön werden die, allesamt. So, jetzt muss ich das hier mal wegräumen, weil ich räume das jetzt mal hierher, damit ihr mal seht, was ich da für eine Sauerei veranstaltet habe. Ihr seht es natürlich wieder nicht. Hier, das ist meiner, das haben wir hier alles und das und das und das. So, das werde ich jetzt schnell aufräumen und dann werden wir das vorbereiten für unsere kleinen Springspinnen hier. Da hole ich dann auch schnell die kleinen Terrarien. Das heißt, wir machen hier einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder und was soll ich sagen? Ah, ich kann nicht aufhören zu quietschen. Guckt euch die an. Ja, das ist Sora, das ist das Weibchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wieso sind denn die so knuffig? Nein, ist die süß. Ihr müsst euch das angucken, wie die der Kopf dreht, um sich was zum was bitte. Guck, wie die sich umsieht. Oh. Oh nee, ist die süß. Gesehen, guck mal, die springt. Sie ist gejumpt. Ach so, wundert euch nicht, gell? Die sieht jetzt da. Ich halte mal meinen Finger hin. Die ist wirklich nicht riesig. Die ist kleine dicke Nudel. Also nicht erschrecken jetzt, gell? Wenn die wieder springt. Es sind halt mal Springspinnen. Sind übrigens beide von der Diana, also unser Pärchen hier. Einmal die Sora als Weibchen und dann haben wir hier der Philipp als Männchen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, du vor allem Diana, dass ich jetzt kein Video gemacht habe vom Umsetzen. Ihr hättet wirklich absolut gar nichts gesehen, außer meinen hässlichen Schnuffel, weil egal, wo ich die Kamera hingemacht habe, es hat so dermaßen gespiegelt hier an dem Glas. Und wenn ich jetzt wüsste, gell, wo sich der Philipp hin verkrümelt hat, dann könnte ich euch den ja, sieh mal, das ist mutiger. Dann könnte ich euch den ja auch zeigen. Also er ist schwarz-weiß, sie hat ja so ein dickes oranges Popöchen. Und diese rosaroten Kelizeren. Meist die süß. Oh Gott. Da weiß man aber gar nicht mehr hier, wo man zuerst hingucken soll. Bleib hier. Nein, nein. Krabbel nicht aus dem Fokus.
Und Philipp traut sich noch nicht raus. Also ich habe gesagt, ich warte jetzt, wenn der oder wenn die zwei anfangen, auf Erkundungstour zu gehen, damit er sie ein bisschen besser sieht. Vor allem Diana, also wenn sie jetzt schon nichts gekriegt hat vom Umsetzen. Stell doch scharf! Ja, ich glaube, da kommt meine Kamera nicht mehr ganz mit. Ich hoffe, ihr reicht es vom Platz her, gell? Ich glaube, man sieht hier so das Größenverhältnis recht gut. Schaut, dass sich jetzt der Philipp nicht raustraut. Den hätte ich euch gerne noch gezeigt. Mal gucken, ob man vielleicht von oben sieht. Da ist sie. Also die sind schon ultra knuffig, da gibt es ja mal gar nichts. Vor allem, weil die sich halt auch so niedlich umgucken. Da freue ich mich ja jetzt schon auf die erste Fütterung. Aber so wie die aussieht, müssen wir da vielleicht noch ein bisschen warten damit. Ach gut, also die sind ja echt so. Da ist er, da ist Philipp. Ich habe ihn gesehen, da kommt er. Oh, wir haben verloren, wo ist er hin? Da, da ist Philipp, ein Bein. Das ist jetzt das Männchen von der Art. Er ist ein bisschen schüchtern, glaube ich. Was macht denn der da hinten? Philipp, was machst du denn schon wieder? Ich sehe ihn. Ich sehe ihn da hinten bloß mit Füßen zappeln. Was ich auf jeden Fall nur machen muss, ist ein Sichtschutz zwischen die zwei. Weil die, also habe ich zumindest mal gehört, von allen Spinnen am besten sehen scheinbar. Also die jagen ja auch auf Sicht. Da ist er. Deswegen kriegen die da eben noch einen Sichtschutz dazwischen, dass die sich nicht sehen die ganze Zeit. Natürlich wieder unscharf. Ja, zeig mal dein schönes Popöchen hier. Da ist sie wieder. Ja, die ist echt fleißig am Start. Hallo. Also ihr seht schon, die die gucken sich also alles an, was hier so vor sich geht. Sowas Putziges. Die sind ja echt niedlich zum Beobachten. Was macht sie denn jetzt da? Putzen. Ja, aber auch die haben natürlich Zähnchen, gell? Irgendwie müssen sie ja ihr Beute erlegen. Mit dem Kugelbäuchlein. Und da ist er schon wieder weg. Gut, dann lassen wir die jetzt auch mal machen. Also es wird da auf jeden Fall alles spätestens zur ersten Fütterung jetzt hier von den Neuankömmlingen machen wir auf jeden Fall, ja, entweder im Video oder haben wir auch schon mal im Livestream gemacht. Bloß halt mit die Becherle ist immer im Livestream ein bisschen umständlich. Da muss ich dann gucken, wie ich es mache. Updates wird es auf jeden Fall geben. Oh, hoppala, nicht fallen. Habt ihr gesehen, die machen sich ja immer, haben wir es, glaube ich, auch ganz schön gesehen, sie machen sich einen Sicherungsfaden. Die springen also nicht einfach so ins Blinde. Ja. Wenn ihr euch für die Krabbelgruppe interessiert, wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich natürlich, wenn ihr aber beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.